Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Erklärvideo von mir zum Thema Hunger verschieben. Ja, also bleib dran, bis zum Schluss. Und zeig dem Heißhunger die kalte Schulter. So ihr Lieben, ja, es gibt wieder ein neues Video von mir und zwar zu einem heiß angefangenen Thema, nämlich wie kann ich meinen Hunger verschieben oder verlagern oder ein bisschen nach hinten hinauszögern, ohne dass ich komplett in einen Heißhunger noch falle. Der Blutzuckerspiegel sinkt total ab, der Körper kriegt irgendwie ein totales Signal und der Körper denkt gerne, er verhungert. Vor allem, wenn man vorher tagsüber vielleicht schon eine sehr kohlenhydratreiche Nahrung zu sich genommen hat, beispielsweise dicke, fette Nudeln in der Mittagspause und dann kommt plötzlich so zwischen 3, halb 4, 4 Uhr kommt dann irgendwie so ein Down, so ein Zustand, wo man plötzlich merkt, boah, jetzt habe ich richtig Hunger. Das ist der Moment, in dem ganz, ganz viele von euch, die kennen das, die meisten wahrscheinlich, nach der Schule oder noch während der Arbeitszeit nachmittags in so ein so leichtes Kribbeln kommen und denken, oh, jetzt möchte ich aber gerne was essen. Und dann schaltet das Gehirn meistens um und möchte was Süßes haben. Und ich zeige euch heute meine drei besten Hacks aus jahrelanger Erfahrung, wie ich meinen Hunger, wie ich den am besten nach hinten schiebe. Warum sollte ich darauf achten, dass ich nicht in diese Heißhungerfalle tappe? Und warum ist es so wichtig, wenn ich meinen Hunger ein bisschen verlagern möchte, nicht zu ungesundem Zeug zu greifen? Also gerade ich, die Tante als Clean Eating Vertreterin, nenne ich mich jetzt mal so, ich achte immer darauf, dass ich möglichst gesunde Sachen esse, weil ich gesund sein möchte. Es geht nicht darum, dass ich mir nicht Dinge gönne oder sowas. Ich gönne mir nämlich meine Gesundheit. Und somit sind wir auch beim Thema. Ich zeige euch jetzt mal direkt meine drei Hacks, ja, wie ich zum Beispiel nachmittags, wenn ich den Kleinen abgeholt habe von der Kita, wie wir da zu Hause hantieren. Ich mache nämlich meistens, wenn ich Bananen da habe, und meistens habe ich Bananen da, dann rühre ich mir einen coolen Shake an, einfach eine reife Banane in den Mixer werfen, ein bisschen Milch dazu. Ihr könnt auch Mandelmilch, Hafermilch, Reismilch, Sojamilch nehmen, was auch immer ihr möchtet. Und dann trinke ich ein großes Glas. Und selbst wenn ihr im Büro seid, könnt ihr das ganz easy machen, indem ihr eine reife Banane einfach mit der Gabel zerdrückt. Ihr habt ja nicht alle einen Mixer im Büro. Einfach mit der Gabel, das habe ich früher übrigens auch so gemacht, in meinem Glas zerquetscht, ein bisschen Milch drauf und dann habe ich das getrunken, einfach um die Distanz zum Abend hin noch ein bisschen aufrechtzuhalten und dass ich nicht in ein Heißhungerloch falle, dass ich einen Bock habe, irgendwie Süßigkeiten zu essen oder irgendwelche, sage ich jetzt mal, bösen Dinge. So. Mein zweiter Hack für euch ist Tee. Vor einiger Zeit habe ich einen Tee zugeschickt bekommen und dieser Karton, der stand eine ganze Zeit lang rum. Ihr kennt mich, ich stehe überhaupt nicht auf das Promoten von irgendwelchen Tees oder irgendwelchen Pülverchen oder irgendwelchen Drops oder irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Die, die mich kennen und meine Videos kennen, die wissen genau, ich stehe da null hinter. Weil es funktioniert nichts, wenn man nicht seine Ernährung umstellt und den Sport, also sprich die Bewegung, einbaut in seinen Alltag. Nun habe ich mir aber diesen Tee letztes Mal angeschaut, weil ich fand die Flasche ganz cool. Also habe ich mir auch mal das Zeug ein bisschen durchgelesen. Und ich muss sagen, der Tee ist super cool, ja. Also man gießt den einfach auf in dieses Gefäß, lässt es kurz stehen. Und ja, da war ich aber ein bisschen skeptisch gewesen vorher noch. Ja, steht drauf, bioabbaubares Produkt. Dachte ich so, ja, was soll das denn jetzt sein, bioabbaubar, aber dafür irgendwelche Plastiktuben, wo dann der lose Tee drin ist. Dann habe ich mir das auch nochmal genau durchgelesen. Und siehe da, diese kleinen Tübchen bestehen aus Pflanzenstärke. Das war ja schon mal sehr cool. Und was ich auch gerne mache, ist, ich trinke diesen Tee auch eiskalt, gerade im Sommer. Ich stelle mir den in den Kühlschrank. Und viele Teesorten davon haben auch noch Koffein. Das ist für mich als Mama total super. Der Tee ist cool, einfach um den Heißhunger ein bisschen zu unterdrücken, den Hunger zwischen 3 und 5 Uhr ein bisschen nach hinten zu verschieben. Der Tee wird euch jetzt nicht helfen, da 15 Kilo abzunehmen oder sowas. Das ist alles Blödsinn. Ich stehe überhaupt nicht dahinter, solche Dinge zu verbreiten, sondern ich finde, der Tee schmeckt sehr, sehr gut. Er ist sehr vollmundig und er gibt mir einfach ein gutes Gefühl und das war's. Ja. Weil es gibt kein Mittelchen, was ich zu mir nehme und dann nehme ich plötzlich 10 Kilo ab. Das ist totaler Blödsinn. Und alle, die das verbreiten im Internet, bei YouTube, das ist totaler Bullshit, da stehe ich gar nicht hinter. Ich trinke den Tee einfach nur, um eine gewisse Zeit zu überbrücken, von 1,5 Stunden maximal. Und dann esse ich auch. Ne? Dann esse ich, wenn er nur von der Kita kommt. So ihr Lieben, Tradition Meets Tea to Go von Chuayo und das hier möchte ich gerne verlosen. Ich habe nämlich zwei Pakete zugeschickt bekommen. Ja, einmal die mit der tollen Flasche und da drin ist nochmal
ein Sommer-Eistee zum Aufgießen. Und die Flaschen könnt ihr auch für andere Dinge benutzen, ja. Die sind super dicht, die tropfen nicht. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Like dieses Video, Daumen hoch nicht vergessen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht schnell den Button unten links und folgt mir auf Instagram unter runninggirl_linda und dort hinterlasst einfach einen Daumen hoch unter dem Post zu dieser Verlosung. Einfach einen Daumen hoch, das reicht schon. Ihr müsst hier niemanden taggen oder sonst irgendwas. Ja, also alles easy peasy, ihr Süßen. Und Tipp Nummer 3 ist natürlich die Wassermelone, die heißgeliebte Wassermelone. Mein Daddy hat mir letztens am Wochenende ganz, ganz viele Wassermelonen mitgebracht und Honigmelonen. Und darüber bin ich ganz glücklich, weil ich liebe Wassermelonen und ich liebe Honigmelonen. Und das ist toll, auch wenn ihr unterwegs seid, die könnt ihr euch gut vorher zurechtschneiden. Am besten aber eiskalt genießen und die spendet auch noch ganz viel Kalium und ganz viel Wasser, gerade bei den heißen Temperaturen. Auch wenn es vor allem manchmal so schwül ist und ihr habt irgendwie so ein bisschen Kreislaufprobleme. Ich verputze pro Woche bestimmt 2, nehme den ganzen Avocado, den ich noch esse. Und Wassermelonen sind super, wenn man echt Bock hat auf was Süßes. Und dann könnt ihr euch so viel reinhauen, wie ihr Bock habt, denn Wassermelone hat so wenig Kalorien, gerade mal 30 Kalorien auf 100 Gramm. Also haut euch ruhig ein ganzes Kilo rein, das sind gerade mal 300 Kalorien und ja, also ich schaffe das und das macht mich total happy. Aber das sind so ein paar kleine Hacks von mir, die ich euch gerne mitgeben wollte, denn das funktioniert bei mir total gut und besser noch, als wenn ich so zum Beispiel Kaffee zwischendurch trinke, weil von Kaffee kriege ich doch immer ein bisschen Hunger. Und zum Beispiel, was bei mir auch nicht funktioniert, sind Äpfel. Äpfel regen bei mir doch ganz stark den Appetit an, ne? Ah, da fällt mir noch ein, was auch richtig cool ist, sind Ananas, aber meistens nimmt man ja keine Ananas mit ins Büro. Aber es gibt ja mittlerweile auch fertig geschnittene. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt sportlich!